Und der erste Redner ist von der SPÖ, es ist Christoph Matznetter. Ja, danke, Herr Präsident. Jetzt habe ich den anderen Bundesminister da. Das sollte noch hier eigentlich die Vertretung der Bundesministerin Schramböck sein, der ich an dieser Stelle hoffe für Sie, dass die Quarantäne bald vorbei ist. Ich glaube, dass sie selbst nicht betroffen ist. Eigentlich wollten wir hier gemeinsam das beschließen. Und wir waren auf dem Weg dorthin, dass wir beim Wirtschaftsausschuss das Bemühen zumindest gesehen haben der Regierungsparteien, was die Mehrheitsverhältnisse in der interdisziplinären Ziviltechnikgesellschaft betrifft, einen Schritt entgegenzukommen. Wir haben angeboten, dass wir gemeinsam was machen können, wenn ein entscheidender Punkt erfüllt wird, nämlich, dass die Urkundenfähigkeit des Ziviltechnikers, der mit dem Bundesadler siegelt öffentliche Dokumente, die Rechtswirksamkeit bis zur Intabulierung führen, nicht beliebig an irgendeinem beteiligten Baumeister in der interdisziplinären Gesellschaft gehen kann. Letzter Versuch, doch die Zustimmung herzustellen, ist ein Abänderungsantrag von mir. Ich möchte nämlich einen Abänderungsantrag in zweiter Lesung zur Regierungsvorlage 686 der Beilagen einbringen. Und zwar sollte Folgendes geändert werden. Ziffer 1, der § 37f lautet: Paragraph 37f, die Bestimmungen des Paragraph 3 Absatz 4 bis 5, Paragraph 10, Paragraph 13 Absatz 2 hinsichtlich der Verlegung des Sitzes, Paragraph 14, Paragraph 16 Absatz 1, Ziffer 1, Ziffer 4 und Ziffer 5 und Absatz 2, 3, 4 und 10, Paragraph 24, Paragraph 25, Paragraph 28 hinsichtlich der Gesellschafter mit aufrechter Ziviltechnikerbefugnis sowie Paragraph 29 Absatz 2, 3, 4 und 6 sind auf interdisziplinäre Gesellschaft mit Ziviltechnikern anzuwenden. Das würde es erlauben, dass wir das weite Feld der ziviltechnisch freien Berufs, so wie es der EuGH in seinem Urteil C209/18 vorschreibt, für die interdisziplinäre Gesellschaft eröffnen, aber nicht das Siegeln und die Urkunde, weil das ist unmittelbar hoheitliche Gewalt, ist im Artikel 51 primärrechtlich geregelt. Was ich lustig finde, weil Sie den Kopf schütteln, Herr Kollege, der Ihr Bundeskanzler Kurz geht los auf den Rudi Anschober, dass er seine Beamten nicht im Griff hat, dass er die da auch entfernen sollte von dort. Vielleicht sollte die ÖVP mal anfangen, nicht am Rockzipfel der Beamten zu hängen und vernünftige Maßnahmen zum Schutz eines 150-jährigen Berufsstandes zu ermöglichen und nicht dem erstbesten Baumeister zu ermöglichen, mit dem Siegel und Bundeswappen in einen Beruf einzubringen. Das wäre Rückgrat gewesen, Herr Kollege. Und das können Sie uns gleich erklären, wenn Sie die Ablehnung sagen. Danke. Christoph Matznetter von der SPÖ bringt einen Abänderungsantrag ein, mit dem einige Punkte der Ziviltechniker-Gesetzesnovelle noch abgeändert werden sollen. Man müsse diesen Berufsstand, den es bereits seit 150 Jahren gebe, auch dementsprechend schützen, sagt er.